Alter, was geht denn hier ab? Richtig krass. Richtig geil. So Leute, ich habe ganz, ganz viele YouTube-Cover geschickt bekommen von Leuten, die einfach irgendwelche Songs komplett neu geschaltet haben. Und die schauen wir uns jetzt mal an. An Davina Michelle kann ich mich noch dran erinnern. Da haben mir ganz, ganz viele was geschickt. Why you take my love just to rip it up? Guess for you it was not enough. All the best good luck, now try to find someone new. Jetzt so eine geile Attitude, die ist krass. Sick, Alter, was hat sie für eine Stimme? Boah. Oh, krass. Oh, das würde ich mir gerne nochmal anhören. Richtig krass, richtig geil. So habe ich auch angefangen. Also ich habe damals YouTube einfach genutzt, immer um alle Musikvideos mir anzugucken. Vor allem krasse Cover von anderen Künstlern, um halt neue Leute kennenzulernen. Ich habe 2013 habe ich ein Cover von Coldplay Magic einfach nur für mich gemacht und habe geguckt, wer sonst noch ein Cover macht. Und dann hat das damals Charlie Puth gemacht. Und ich fand seine Version so geil, dass ich ihn auf Facebook angeschrieben habe und habe ihn gefragt, was für Plugins im Computer er zum Musik machen benutzt. Und er hat mir wirklich geantwortet. Er hat wirklich gesagt, ja, yo, Brudi, das benutze ich und diese Sounds und so. Ja, hätte ich mal Kontakt halten sollen, aber... So, das nächste Video kenne ich auch nicht. Das ist von Sarah of Isla oder Sarah of Isla. Sick. Was Sarah richtig geil macht, sie hat eine wunderschöne, ruhige, entspannte Stimme und sie macht aus dieser normalen Version, macht sie immer was Neues. Riesenprops. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Version. So, Play With Fire Drum Cover 2020, bin gespannt, von Lay Santos. Der hat auf jeden Fall den Groove, Lay Santos. Was ist hier denn? Sick! Geil! Sehr, sehr geil! Feier ich Lay Santos. Lena und Nico Santos, Metal Cover von Bella. Ey, ich find das geil, ich finde es richtig geil gerade. Geil. Richtig geil, Jungs. Wirklich, wirklich geil. Ich liebe die Version. Wir kommen zu Levent Geiger, ein unfassbar talentierter junger Mann. Und ich durfte sein Mentor sein, 2018 bei Dein Song. Ich finde es so krass, was für ein Drive er hat. Er hat so Bock, er erinnert mich so krass an mich. Er hat jetzt seit kurzem seine allererste Single rausgebracht, Look at Me Now. Und ich bin gespannt, wie seine Version von Like I Love You ist. Hope you don't hurt you like I hurt you. Guess I don't deserve you. Like I love you. Like I love you. No, no. Like I love you. No, he doesn't love you like I do. Like I love you. Like I love you. No, no, no. Like I love you. No, he doesn't love you like I do. Also cool, Mann. So eine geile Version, die ist sogar ein bisschen so wie die allererste Version war, bevor Topic die Produktion gemacht hat. Die war auch ein bisschen Hip-Hop angehauchter, also ein bisschen trappiger, Trap-Pop-mäßig. Das hat er gut erkannt, Levent. Kommen wir zu
Dance. Alter, was geht denn hier? Mama, you said I would say it's stupid to get in between a woman who knows what she wants. Well, I guess I made that mistake. I'm young and foolish and brave, but she's made her way to my heart. I gotta get out. This is what you get when you fall in love. No one ever said I could, it hurts. I tried it once, but it was too much. Ist so krass. Wenn man so Songs schreibt, dann auf einmal kommen die irgendwo in wahrscheinlich Brasilien oder Portugal oder so an und dazu macht jemand Tanzvideos und Alter, also mit Effekten und allem. Sick. Mega krass. Krass auch so richtig sogar mit Plot und so. Also auch gefesselt wie ich im Video und so. Vielen, vielen Dank, Douglas Afonso. Muito obrigado. Richtig, richtig geil. In so einer, ich sag mal, Dance-Crew oder so hab ich nie getanzt. Ich habe aber mal Cha-Cha-Cha in der Schule gemacht. Und da bin ich Halbfinalist geworden in Cha-Cha-Cha. Da war ich 12. Leute, das war meine Reaction auf ganz, ganz viele Songs von mir. Und ich bin einfach mega, mega krass begeistert. Wenn ihr Bock habt, ein Lyric-Video zu machen, Cover, weiß nicht, eine Geschichte dazu, ihr malt zu den Songs. Egal was, ich guck mir das an. Ich habe richtig, richtig, richtig gute Laune, wenn ich sowas sehe. Und ja, ich freue mich immer, wenn ich sowas sehe. Also wenn ihr irgendwelche geile Ideen habt zu meinen Songs, nur her damit. Und ich guck mir alle an. Versprochen.